Entmutigung heißt, dass das Kind das starke Gefühl der Zugehörigkeit und Bedeutung nicht spürt und nicht hat. Und wenn wir dieses Gefühl ihm nicht geben, im Umkehrschluss benehmen sich die Kinder auch schlecht und wir sehen das in einem schlechten Verhalten. Ich habe übrigens ein ganzes Video darüber gemacht, wieso die Kinder sich schlecht benehmen. Es gibt 4 Gründe nach Rudolf Dreikurs, wieso die Kinder sich schlecht benehmen, was wir darüber wissen sollen und wie wir uns verhalten sollen, dass wir dieses Benehmen umkehren und dieses Muster brechen. Dieses Video werde ich verlinken, das kannst du gerne nachschauen. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, welche andere Wege gibt es, wie wir unsere Kinder entmutigen, wie wir den Kindern dieses Gefühl der Zugehörigkeit und Bedeutung nicht geben. Und vielleicht ist es uns gar nicht mehr bewusst, dass wir das machen, dass unser Verhalten dazu führt. Und das sind so versteckte Arten. Als erstes, was ich ansprechen möchte, ist Vergleichen. Also Vergleichen ist eigentlich in der Natur des Menschen und manchmal stellen wir das an und manchmal werden wir das auch laut sagen. Schau mal, die Leni kann ja schon selber schaukeln. Probier das mal an. Oh, der Max, der kann ja schon Fahrrad fahren. Heute werden wir mit dir üben. Und solche Anmerkungen, ja, wir wollen vielleicht unsere Kinder anspornen, wir wollen vielleicht denen die motivieren, dass, schau mal, dein Kamerade kann das schon und vielleicht denken wir, dass es ein Motiv ist für Kinder, mehr sich anzustrengen und vielleicht mehr zu üben. Tatsächlich ist es so, dass es sehr, sehr entmutigend ist und man soll darauf achten, dass man das gar nicht tut und sich nur auf eigenes Kind konzentriert und entsprechend auch auf eigenes Leben schaut und versucht, die bessere Version von sich selbst zu sein. Ja? Wenn wir das Kind anschauen, kann das Kind heute etwas mehr oder besser, als was es gestern konnte. Wir vergleichen nur uns mit uns selber und nicht mit anderen und das ist gesund. Also vergleichen macht es dir bewusst und versucht das abzustellen. Wenn wir unser Kind zu viel behüten, es ist entmutigend für das Kind, weil wir davon ausgehen, dass es die Dinge nicht alleine bewältigen kann. Das spüren die Kinder und dementsprechend merken sie, ja, wenn Mama sehr viel um mich kümmert, sie traut mir nicht zu oder die denkt, dass ich das einfach nicht schaffe. Nicht sehr motivierend. Nächster Punkt, Dinge für dir tun, was sie selber tun können. Auch super entmutigend, weil die Kinder merken, dass ja, wir haben kein Vertrauen, dass sie das selber machen können. Wir glauben nicht daran, dass sie das selber machen können. Wir trauen das denen nicht zu. Deswegen finde ich das so toll in der Montessori-Pädagogik, dass man auch mit Übungen des täglichen Lebens, auch wenn du zu Hause bist, kannst du das super umsetzen und den Kindern viel und viel mehr zutrauen. Ein 5-Jähriger kann bereits zu Hause kleine Tätigkeiten übernehmen. Es kann auf jeden Fall Wäsche beladen und entladen. Das kann auch bereits ein Kleinkind, ja, mit 2, ja, natürlich mit deiner Anleitung. Aber 5-Jähriger kann auf jeden Fall schon Wäsche starten, zumindest beladen, entladen, rausholen, die Wäsche vielleicht aufhängen, ja, oder wenn man Trockner hat, dann in den Trockner legen und dann starten. Das kann ein 5-Jähriger, es kann auch Staub wischen, vor allem wenn man so einen Wedelstaubwischer hat, ja, das ist sehr einfach und Müll rausbringen und so weiter. Es gibt viele Tätigkeiten, die Kinder zu Hause machen können. Wir müssen denen einfach das zutrauen. Wenn wir das nicht tun, wenn wir alles für die Kinder machen und übernehmen, haben sie wirklich das Gefühl, dass wir glauben nicht, dass sie das können. Nächster Punkt ist, wenn wir von Kindern Perfektion erwarten oder ein Verhalten, was nicht dem Alter entspricht. Wenn wir erwarten, dass das Kind einfach mal eine halbe Stunde still sitzen wird, wenn das jetzt ein 3-Jähriger ist oder ein 4-Jähriger ist, wir können das nicht von diesem Kind verlangen oder erwarten und wir dürfen dann nicht enttäuscht sein und diese Enttäuschung auch nicht dem Kind zeigen, weil das ist einfach nicht in der Lage, still zu sitzen. Das möchte sich bewegen, immer wieder. Der hat jetzt diese sensible Periode der Bewegung. Oder wenn wir erwarten, dass das Kind keine Wutausbrüche hat und wenn das hat, dann sind wir enttäuscht. Das kann das kleine Kind nicht. Das kann einfach seine Emotionen noch nicht kontrollieren. Sein Gehirn ist noch nicht ausgereift und dieses Verhalten ist komplett normal für sein Alter und wir dürfen nicht erwarten, dass er sich wie ein Erwachsener benimmt. Also keine Perfektion an den Tag legen und die Erwartungen entsprechend dem Alter zurückschrauben. Was auch noch entmutigend ist, wenn wir vielleicht über das
Kind, über sein schlechtes Benehmen oder schlechtes Verhalten oder generell über das Kind mit einem Erzieher oder mit dem Lehrer vor den Augen des Kindes sprechen. Das passiert ziemlich oft. Das sind auch diese Gespräche zwischen Tür und Angel, und das ist manchmal schlecht für das Kind, entmutigend, ja, weil es hört natürlich zu, Mama redet über mich. Schlimmer noch, wenn es sich noch nicht gut benommen hat im Kindergarten oder in der Schule. Versuch einfach mal, dieses Gespräch zu verlagern oder vielleicht einen anderen Termin finden, wo du das besprechen kannst, ohne dass das Kind mitkriegt, worüber ihr spricht. Noch eine große Falle, wo man immer wieder reinfällt, ist, wenn man ein Kind in eine Schublade steckt. Oh, der ist ein Wilder. Und oh, die ist eine Schüchterne. Wenn man gleich so ein Label draufdrückt, das ist sehr entmutigend, und manchmal fängt das Kind sich dem entsprechend zu benehmen, ja. Und wenn wir das immer wieder wiederholen und allen unseren Bekannten und Erwachsenen erzählen, wie wild unser Kind ist und das rennt die ganze Zeit rum und kann gar nicht still sitzen, umso mehr benimmt es sich so. In der Montessori-Pädagogik sagt man, dass der Lehrer soll das Kind, ja, das, der Lehrer und soll das Kind jeden Tag mit frischen Augen sehen. Das, was gestern war, soll man einfach nicht dran denken, wie sich das Kind gestern benommen hat, sondern jeden Tag schaut man das Kind mit frischen Augen an, und wie er sich gestern benommen hat, es kann sein, dass er sich heute ganz anders benimmt. Und man soll nicht gleich Schubladendenken haben. Man gibt schon so einen Charakterzug und labelt das Kind, und man soll sich überraschen lassen und vielleicht das Kind wirklich mit frischen Augen jedes Mal anschauen und versuchen, diese Labels nicht dem Kind aufzuhängen, weil in der Zeit, wenn das Kind groß wird, ja, er erfüllt diese Erwartungen. Wenn wir diese Erwartung haben, ja, das ist so ein Wilder oder das ist so eine Schüchterne, wird es auch da wahrscheinlich dabei bleiben, wenn wir immer wieder darüber reden, wenn wir das dem Kind sagen, wenn wir das der Verwandtschaft sagen. Also das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, und man macht es manchmal unbewusst. Auch ein Punkt, wie wir unsere Kinder entmutigen, ist zum Beispiel, wenn wir unseren Kindern immer wieder daran erinnern, was sie tun sollen. Das kenne ich auch ganz gut von meiner Mutter. Das heißt, wir zeigen dem Kind kein Vertrauen, dass das Kind in der Lage ist, sich zu merken, wie er sich in jeweilige Situation benehmen soll. Zum Beispiel, wenn wir dem Kind mehrmals erzählt haben, ja, um höflich zu sein, wenn du irgendwas bekommst, musst du Danke sagen. Leider gibt es Situationen, wo man das Kind, dem Kind nicht zutraut und immer wieder in der Situation erinnert, vergiss nicht Danke zu sagen, oder was musst du jetzt noch sagen? Hast du was vergessen? Diese Sätze entmutigen auch die Kinder, weil sie wissen, aha, meine Mutter glaubt nicht, dass ich mir das gemerkt habe oder dass ich mich gut benehmen kann. Man kann vielleicht mit dem Kind ein nonverbales Zeichen, eine Verabredung machen. Zum Beispiel von der Nachbarin, was bekommen hast, ein Muffin, sollst du natürlich in dieser Situation Danke sagen. Und wenn du merkst, da kommt nichts, das Kind hat das vielleicht vergessen, vielleicht soll man sich verabreden und sagen, wenn Mama dir Hand auf den Schulter legt, ist es eine kleine Erinnerung, dass du Danke sagst. Und das ist vielleicht, ja, das ist eine kleine Hilfestellung, aber es ist nicht laut ausgesprochen. Was solltest du jetzt sagen? Hast du was vergessen? Ja, und natürlich kommt das Kind in diese Situation nicht, sondern wenn man ganz kurz vielleicht eine Hand auf den Schulter legt, kommt es bei dem Kind, ach ja, jetzt muss ich vielleicht Danke sagen. Also man kann das mit dem Kind vielleicht absprechen, abstimmen und Vertrauen haben, dass das Kind wirklich das in der jeweiligen Situation ja, dran denkt. Und ältere Kinder sowieso, also ich glaube, bei älteren Kindern kommt es viel schlimmer, wenn man denen anfängt zu erinnern, vergiss nicht deine Schuhe mitzunehmen, morgen gehst du zum Training, vergiss nicht das und das. Wir zeigen dem Kind, dass wir nicht glauben, dass sie in der Lage sind, selber dran zu denken. Lieber einen Schritt zurück gehen, und wenn sie tatsächlich diese Schuhe vergessen und morgen zum Training kommen und keine Schuhe dabei haben, das ist einfach natürliche Konsequenz der Handlung. Ja, ich habe meine Schuhe vergessen, ups, jetzt kann ich gar nicht teilnehmen. Und nächstes Mal, also es ist, ja, die Kinder dürfen Fehler machen. Aus diesen Fehlern werden sie lernen, und das ist einfach, ja, wir sollen diese Atmosphäre schaffen, der Freundlichkeit und der Möglichkeit, diese Fehler
zu machen und aus diesen Fehlern zu lernen. Und das Kind wird sich richtig merken und nächstes Mal, das Kind wird wahrscheinlich nie wieder Schuhe vergessen. Und wenn wir diese Handlungen identifizieren können, die unsere Kinder entmutigen, die dieses Gefühl der Zugehörigkeit und Bedeutung nicht geben und die Handlungen durch andere ersetzen, eine Strategie erarbeiten, wie wir die Kinder ermutigen, dann ist es schon eine enorme Verbesserung bei dem Benehmen des Kindes. Und in 2 Wochen kommt das Video, wie wir unsere Kinder motivieren können, wie wir unsere Kinder ermutigen können und denen einfach Flügel verleihen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich, dich im nächsten Video zu sehen. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Tschüss!